Test, 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 21.15 Uhr und neuer Livestream online. Hey Freunde, danke für die ganz, ganz vielen Zusprüche, die ich aufgrund Haivo des gestrigen Podcasts mit Garnicus bekommen habe. Also gestern wurde er ausgestrahlt. Und das haben sich mittlerweile schon über 1000 Leute angeschaut. Und viele haben die Gelegenheit genutzt, um mich persönlich anzuschreiben und mir persönlich zu gratulieren. Herzlichen Dank. Und ich bitte euch darum, ich mag es, ich lese es gerne, aber stellt mir keine persönlichen Fragen über Instagram, weil mir schlichtweg die Zeit fehlt, um darauf einzugehen. Und ich will auch nicht unfair sein. Also ist es so, dass ich jetzt nicht unbedingt einer Person antworte und den anderen nicht. Das bedeutet, ich bin dann für allesamt ein Arschloch, die mich was fragen. Und die denken sich wahrscheinlich, was ist das für ein eingebildeter Typ. Ich schreibe ihm ganz persönlich und er nimmt sich mal nicht mal die Zeit, um mir zurückzuschreiben, ob schon er die Nachricht liest. Seid bitte nicht böse, wenn das der Fall ist. Es ist überhaupt nicht persönlich gemeint. Ich schütze mich selbst, ich schütze meine Zeit. Ja, ich dachte, ich mache kurz einen Abschluss in diesem Tag und gebe kurz eine Perspektive dazu, wie ich zu meiner Meinung komme. Das heißt, ich habe immer was zu sagen. Zu jedem Thema kommt da was rausgeschossen. Ja, das ist der Vorteil, wenn man schon ein bisschen älter ist. Man hat sich eine Meinung bilden können, einiges an Erfahrung gesammelt und ich habe doch schon in ziemlich vielen Bereichen mich außerhalb der Komfortzone bewegt und deswegen kann ich viel zu den Punkten Gesundheit, Finanzen, Beruf, Beziehungen, Mindset sagen, weil ich mich aktiv mit dieser Materie beschäftigt habe. Dann ist so ein Thema wie Covid nicht unbedingt kompliziert. Und ich will euch allesamt heute die Perspektive geben, wie ihr das ganze Leben betrachten solltet. Passt auf, dass ihr das nicht in einem Fragment ansieht. Also nicht wie ein Kuchenschnitz, wo ihr euch auf einen Bestandteil des Ganzen fokussiert. Ich mache gleich ein Beispiel. Und dabei den Wald vor lauter Bäumen nicht seht. Ihr müsst zusehen, dass ihr ein Gesamtbild bekommt, damit ihr euch einen Lebensweg gestalten könnt. Beispiel: Ich möchte unbedingt Muskeln aufbauen, Fett abbauen, gut aussehen. Das ist ein Anreiz, was ganz viele von uns besonders in den jungen Jahren motiviert. Da haben wir noch nicht so viel Tiefgang. Das bedeutet, wenn du jung bist, plus minus ist es so, dass jeder gleich viel hat wie du, nicht viel, gleich viel weiß wie du, auch nicht wirklich viel, gleich viele Erfahrungen hat wie du, auch nicht wirklich viel. Und wenn du da jetzt 15, 16 Jahre alt bist, dann ist es so, dass du sehr stark beeindruckt bist von Archetypen. Männer besonders, von starken Männern, das funktioniert halt immer noch. Ja? The Rock, Arnold Schwarzenegger, Rambo, das sind Charakter, die uns in dem Alter sehr schnell emotional packen. Und bei Frauen ist nicht selten die Frau, die am meisten Aufmerksamkeit bekommt. Okay? Das sind die, die ganz weit oben sind, die Topmodels, die Superstars bei der Musik etc. Und das funktioniert wirklich gut. Anyway, jetzt ist es so, dass man sagt, okay, ich möchte den Körper aufbauen, dann fokussierst du dich auf den Teil, wie du jetzt trainierst. Du gehst mal trainieren und danach befasst du dich mit Krafttraining, Bewegungsumfang, Periodisation, Pausen, Ernährung, Makros, Kaloriendefizit, Überschuss und, und. Ich habe das auch gemacht. Mir war das genauso wichtig wie ganz vielen da draußen, die jetzt an ihrem Körper arbeiten und sich auch mit ihrem Körper identifizieren. Nur habe ich dank meines Berufes, was plötzlich kein Hobby mehr war, dann musste ich mich noch mehr in die Sache reinknien, tiefer damit befasst und habe mir die Frage gestellt, wieso wollen die Menschen überhaupt so diesen Superkörper aufbauen? Dann habe ich gemerkt, dass es hauptsächlich um Selbstwert geht und dieser Selbstwert ist wichtig in Bezug zur Konkurrenz. Man vergleicht sich mit anderen Menschen, Männern wie Frauen. Und entsprechend ist es so, dass man biologisch getrieben auch einen gewissen Vorteil für sich selbst erarbeiten möchte. Das ist so
woher das es kommt, dass wir stärker und schöner sein möchten. Wir wollen einen biologischen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Mit diesem Vorteil ist es so, dass wir bessere Aussichten haben, um uns zu reproduzieren, vielleicht auch schönere Momente zu leben und, und. Gut, dann dachte ich mir, okay, lass uns die Perspektive noch ein bisschen ändern. Wieso wollen die jetzt diese Beziehungen haben? Wieso wollen sie diese Möglichkeiten haben? Wieso wollen Menschen überhaupt besser sein wie andere Menschen? Egal, ob das körperlich, monetär oder sonst irgendwie ist, wieso messen wir uns immer wieder? Ganz einfach. Wir wollen Freude erleben, wir wollen glücklich sein, wir wollen Schmerz vermeiden und Freude erleben. Das ist der Anreiz von jedem Menschen bei allem, was wir tun. Schmerz vermeiden, ganz wichtig, und Freude erzeugen. Das ist der Anreiz. Und wenn du diesen Ansatz jetzt nimmst, und jetzt mache ich jetzt die Kurve und gehe jetzt rüber auf das Thema beispielsweise Covid oder deine Lebensplanung. Wenn du diesen Ansatz nimmst und verstehst, dass du alles, was du machst, deshalb machst, damit du Glück erlebst, Schmerz vermeidest, Freude erzeugst, dann ist es so, dass deine Werte wahrscheinlich auch irgendwo Liebe und Glück und Freiheit so diese Dinge sind. Und wenn du das weißt, was deine Ethik ist, das sind deine persönlichen Gesetze und deine Werte sind, das sind deine Leitplanken, wo du dich drin wohlfühlst und alles, was gegen deine Werte geht, das geht dir gegen den Strich, dann ist es so, dass du auch entsprechend sagst, okay, in dieser ganzen Situation geht es jetzt wirklich nur um eine Lappalie oder um eine Kleinigkeit oder wenn du sagst, mir geht es grundsätzlich im Leben immer um mein Glück, um mein Wohlbefinden, um Freude, Schmerz vermeiden. Aus dieser Perspektive betrachtet ist es so, dass du dann sagst, okay, da ist was interessant. Lockdown, Covid, Gymverbot, Mundschutz, Impfpflicht, wie auch immer. Dann aus dieser Perspektive willst du immer noch Glück erleben und Schmerz vermeiden. Deswegen willst du dir auch entsprechend ein Bild machen, wie kann ich, und das ist wichtig, dass ihr die richtigen Fragen stellt, wie kann ich in dieser Situation trotzdem glücklich sein? Wie kann ich in dieser Situation Schmerz vermeiden? Wenn du dir diese Fragen stellst, dann bekommst du die richtigen Antworten. Zumindest ist es so, dass du dann einen anderen Denkprozess einleitest. Und dann ist es so, dass du dir andere Gedanken machst und nicht einfach nur in einer Angst versinkst und sagst, okay, ich kann ja nichts, ich bin Opfer der Situation. Dem ist nicht so. Du bist ein Opfer an dem Zeitpunkt, wo du aufgibst. Wenn du aufgegeben hast und sagst, okay, lieber Gott, liebe Welt, liebe Politik, liebe anderen Menschen, ihr seid verantwortlich für mein Leben, das ist eine schlechte Entscheidung. Aber wenn du sagst, okay, ich habe die Verantwortung über mein Leben, die Autonomie über mein Leben, dann ist es so, dass du mit der richtigen Frage sagst, okay, wie kann ich aus dieser Situation das Beste machen, Freude erzeugen? Dann denkst du anders, bist lösungsorientierter und entsprechend auch vielleicht motivierter, um die Dinge zu verstehen. Okay? Also, ich sehe schon, wir haben da auch Trolle, die so mitmischen. Aldrin, Efrain, Reutz, Needles, Winstrop. Absolutely, every day, twice a day, my friend. Also, Waldemar, du bist top. Für mich erfüllst du eine Vorbildsfunktion. Ich gebe mir die allergrößte Mühe. Danke, Waldemar. Ich sehe schon, klasse, ihr macht genau das, was ich eigentlich wünsche. Ihr schaut kommentarlos zu. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt durch mit meiner Botschaft. Wenn ihr noch eine Frage habt, könnt ihr sie jetzt raushauen. Und ich werde darauf eingehen. Ansonsten habe ich noch einen Input an euch, und zwar wisst ihr, dass ich nächstes Jahr meine Exit-Strategie plane, schon seit Monaten. Ich wusste nicht, dass es so kommt. Anfangs, ja, dachte ich mir, okay, ich werde mein Gym vergrößern und nichts über Auswandern oder Equipment verkaufen. Heute ist es so, dass ich meine Wohnung verkauft habe, ich habe mein Equipment verkauft und löse mich von allem und
mache mich unglaublich minimalistisch. Also mein Ziel ist es wirklich, dass ich aus mehr oder weniger einem Koffer leben kann. Okay? Das ist mein Ziel und das ist wirklich unglaublich befreiend. Und ich will euch an dieser ganzen Entwicklung teilhaben lassen, damit ihr meine Motivation seht. Dann bekommt ihr mit, ob jetzt der Coach total durchdreht und sich unter die Mönche bewegt oder ob da wirklich was dran ist an dem, was ich mache. Vielleicht ist es so, dass ich wirklich nicht optimal vorgehe. Egal, ich habe ein sehr gutes Gefühl und ich habe mich entschieden. Und wenn man sich entschieden hat, ist es so, dass es keine Alternativen gibt. Also gibt es auch kein Zweifel. So, und daher werde ich euch teilhaben lassen. Also ich werde wahrscheinlich sehr oft auch vloggen und wieder YouTube aktiv zuspammen. So, wann denkst du, kommt die Inflation? Hey Philipp, ich kann das nicht genau sagen. Wir haben es schon mal mit einem Kunden von mir, der ist Ökonome und der hat das auch, man kann das nicht voraussagen. Manchmal ist es so, dass es wie eine Schattenrechnung ist und so plötzlich nach einem Jahr dann kommt. Was wichtig ist, ist, dass man auch differenziert. Es gibt die Inflation, die Geldmenge, ja, und Kaufkraftverlust. Letztendlich der Realwert, das, was du in den Warenkorb mit einbringst. Und dass die Dinge sich verteuern, das geht in der Regel etwas länger. Aber danach ist es so, dass das sprunghaft in die Höhe gehen kann. Ich fühle, dass das nächstes oder übernächstes Jahr der Fall sein kann. Eher so zweite Hälfte 2021. So, wie hast du dich gefühlt, als du total außer Form warst? Ich habe mich total außer Form gefühlt. Aber ehrlich gesagt, nicht so schlimm. Ich war schon so oft außer Form. Ja, Dezember 2016 war ich mehr außer Form als ich glaube, das letzte Mal, als ich so eine schlechte Form hatte, war 2009, 2010, nach meinem ersten Wettkampf, da war ich auch richtig übel, nicht gut in Form. Auf alle Fälle 2016, als die vorher Fotos entstanden sind, war die Form schlecht, mental ging es mir blendend. Du sagtest, love it, change it or leave it. Was ist deine Entscheidung zu den drei Optionen? Leave it. Ja, ich werde mich dahin bewegen, wo ich eher die Vorzüge der Oberschicht habe. Und bitte seid mir nicht böse. Ich weiß, Menschen machen sich ganz schnell ein Bild und denken sich, der flüchtet. Ey, wenn du das machen kannst, mach das bitte. Es ist nicht der Krieg von jedem. Wenn du kämpfen musst, musst du kämpfen. Wenn ich kämpfen muss, muss ich kämpfen. Und das, was ich hier tue, ist auch ein aktiver Beitrag, liebe Leute. Aber nicht jeder muss bluten, der nicht bluten muss. Das bedeutet, ich habe ein reines Gewissen. Ich habe die letzten 3 Jahre wahrscheinlich 100.000 Schweizer Franken an Steuergeldern und was 100? Ich habe wahrscheinlich 150.000, 200.000 Schweizer Franken liegen lassen an Steuergeldern hier in den letzten gut 2 Jahren. Und deswegen habe ich ein sehr reines Gewissen. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich flüchte und das Land ist mir egal. Nein, ich liebe die Schweiz. Ich liebe die Schweiz. Das ist wunderbar. Das Problem ist einfach, dass die Situation so ist, dass wenn ich hier meinen Lebensstandard so halten möchte, wie ich das gerne haben möchte, muss ich unglaublich viel Einkommen generieren. Wenn du hier in der Schweiz 10.000 Schweizer Franken verdienst als Selbstständiger, kannst du davon ausgehen, da geht plus minus 40% an Sozialversicherung, Krankenkasse, Steuern und so weiter. Dann hast du noch 6.000 Schweizer Franken, das ist nicht wirklich so ein super tolles Leben. Plus musst du die Altersvorsorge in die eigenen Hände nehmen. Ich habe zum Glück Ersparnisse, aber wenn ich jetzt denke, dass ich jetzt bis 65 alles auf die Seite tun muss, damit ich ein geiles Leben habe, dann will ich nicht bis 65, wo ich leistungsstark und gesund und motiviert bin, einfach nur minimalistisch leben müssen. Leben wollen und leben müssen, das sind zwei Paar Schuhe. Und wenn ich jetzt sage, okay, wisst ihr was, ich mache die Flag Theory, pflanze eine Flagge, da wo ich wenig Steuern bezahle, dann lebe ich in einem Land, wo mein Einkommen, was ich auch online verdiene, das doppelt 3- bis 4-fache Kaufkraft hat, und
Zusätzlich ist es so, dass ich mehr Lebensqualität bekomme, weil ich jetzt, ich liebe die Sonne, das Meer. Und wenn die Menschen noch irgendwie ein Lächeln auf dem Gesicht haben, dann brauchst du auch nicht viel mehr. Es geht mir nicht darum, dass ich sage, ich gehe zur Oberschicht und jetzt fahre ich den ganzen Tag in Sportwagen rum. Das ist es nicht. So, sehr gutes Thema. Welche Sicherheiten berücksichtigst du, bevor du ein Risiko eingehst, mit oder ohne Plan? Ich versuche mich immer auf die sichere Seite zu nehmen. Immer. Das ist wie wenn ich wenn ich jetzt hier das Zelt abbreche, geht davon aus, dass ich habe einen Finanzplan, was ich auch mit meinen Kunden im persönlichen Coaching durchgehe. Der hat 9 Stufen und die 9. Stufe ist finanzieller Überfluss. Stufe 0 ist, wenn du abhängig von anderen Menschen bist und deine Ausgaben viel höher sind als deine Einnahmen, wenn du überhaupt Einnahmen hast. Und ich bin so plus minus auf Stufe 6 und das ist gut. Und Stufe 7 bis 8 will ich packen. 9 wäre geil, aber das kann ich nicht so gut planen. Wohin willst du denn auswandern und warum? Steuersitz Vereinigte Arabische Emirate, Dubai, werde ich auch alle 180 Tage mal reingucken müssen und dann leben in der Türkei und Asien hauptsächlich, weil Türkei, ich komme daher von der Türkei, kenne die Sprache, habe Verwandte, die türkische Lira hat, es muss keinen Sinkflug haben, aber ich habe einfach mit Schweizer Franken mehr Kaufkraft in der Türkei. Dasselbe, wenn ich nach Asien gehe, wenn ich 2 Monate in Bali bin und vielleicht 2 Monate in Chiang Mai in Thailand, dann ist es so, dass ich entsprechend ein schönes Leben führen kann und entsprechend auch Preis-Leistung meiner Meinung nach besser ist. Letztendlich geht es mir darum, wo werde ich besser behandelt, wo habe ich schönere Tage, mehr Motivation. Und deswegen ist das jetzt mal die Überlegung. Wann kommt die App? Wir sind da dabei. 1. Januar ist angesetzt. Morgen früh, jede Woche haben wir ein Meeting. Morgen früh ist das Meeting. Ich habe heute daran gearbeitet. Wahrscheinlich ist das Januar 2021. Immer noch auf Testo, Kur und Gentleman's Clinic. Weißt du was? Er hat mir auch geschrieben, und zwar gestern, dass der Arzt mit an Bord ist. Das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe. Bedeutet, dass ich muss es einfach immer, das muss ein bisschen professioneller sein. Also die Abwicklung etc. muss der Fluss muss ein bisschen professioneller sein. Die Struktur muss ein bisschen schlanker sein. Kriegen wir hin, aber ich habe gestern grünes Licht bekommen. Das heißt, in nächster Zeit bekommt ihr da was mit. So, wohin geht's, habe ich euch erklärt. So, what do you exercise? What exercise are you doing during COVID-19? I do my regular exercise, Eduardo, since I have the possibility to train at a good friend's private gym, and he's well equipped. He's got all the machines, all the weights, all the bars, all the equipment. You could find in a gym. Okay, also Leute, dann soll ich dieses Video auf YouTube hochladen? Da kam vorher eine Frage. Und falls ja, wie soll das Video heißen? ja, nicht einfach nur einen Daumen hoch. Nicht einfach nur einen Daumen hoch, Andy. Ich habe gesagt, wenn schon ein bisschen mehr Input. Titel, ich brauche einen Titel. Behält man den Memory-Effekt auch im hohen Alter? Ja, aber du verlierst halt Muskelvolumen, du hast eine schlechtere Insulinaufnahmefähigkeit der Muskeln, also sprich, du bist insulinresistenter, du hast eine geringere Glykogenspeicherkapazität, du hast nicht mehr so saftige, volle Muskeln im Alter, die nehmen ab, aber die Memory ist da. Zusammen durch dick und dünn, euer Coach, Bruder, bester Mann. Viel Erfolg, danke, Osman. Hochladen auf Superpass mache ich. Ich wandere aus. Ich habe doch schon so ein Thema gemacht. Okay, alles klar. Ich mache das. Ich versuche das jetzt zu speichern. Nein, Feministen unter sich wird es nicht heißen. Ich werde in Zukunft, Leute,
viel YouTube-freundlichere Videos machen und auch machen müssen. Ich muss strategisch überlegen, weil alles, was ich mache, das, was ich heute sage, wird übermorgen dazu führen, dass mir der Kanal gesperrt wird. Mein YouTube-Kanal ist so wichtig wie mein Bankkonto, müsst ihr verstehen. Und ihr müsst auch verstehen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Leute wie ich oder noch, ich sage es mal, bekanntere Leute, die viel mehr zu verlieren haben, auch mutig auf YouTube ihre Meinung sagen zu der ganzen Geschichte. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Wir riskieren mit jedem Video, dass jetzt irgendwie der Zuckerberg kommt und sagt, fertig, passt nicht. Es gibt einen Filter, der hört sich zwei, dreimal das Wort Feminist oder Covid oder sonst was raus und dann gibt es den Coach Burak nicht mehr. Und ich weiß, ich mag euch, mögt mich, aber letztendlich ist es so, wenn du mich ein halbes Jahr lang nicht siehst, hast du mich vergessen. Und ich nehme es dir nicht übel, das ist halt ganz, ganz normal. Und deswegen muss ich ein bisschen politisch korrekter sein. Und für Videos, die ein bisschen mehr unter die Gürtellinie gehen, werde ich eine andere Plattform haben. Daher habe ich euch ja mal darum gebeten, dass ihr euch einfach bei mir in der Mailchimp über www.coachburak.com unten, ganz unten in der Mailliste eintragt. Und dann kann ich da auch mal einfach mal raushauen, wenn ich mal eine andere Plattform habe, wo man politisch unkorrekt sein darf. Okay? So, gerne. Danke für den Podcast. Sehr, sehr gerne. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Manu, was würdest du tun, wenn du 26 wärst? Bachelor in der Schweiz. Leave it oder Hustle in der Schweiz? Hustle in der Schweiz. Ja, die Schweiz ist immer noch top, um zu hustlen, aber sei verdammt minimalistisch und bis 35 bleibst du Single. Das heißt, du kaufst dir kein teures Auto, das ist die höchste Ausgabe, versuchst möglichst in einer WG zu leben und ersparst dir somit deine Mietkosten und gibst alles, um möglichst viel zu verdienen und tust alles auf die Seite. Erschaffst dir eine Liquidität und später, wenn du ein bisschen was weißt, kannst du auch sagen, okay, ich investiere in Dinge, die einen Cashflow haben, das heißt mit Dividenden, Rendite, Mieteinkommen oder in mein eigenes Business, wo auch die Gewinnspanne am höchsten ist, investiere da rein. Okay, aber jetzt ist wirklich fertig. Ja, alles klar, ich mag euch und ich werde das auf YouTube hochladen. Zusammen durch dick und dünn, euer Coach.